Schloss Ludwigsburg, das größte erhaltene Barockschloss Deutschlands. Um es gebührend zu erkunden, muss man gut zu Fuß sein. Rund 150.000 Besucher folgen jährlich 100 Führern auf Schritt und Tritt. Jeder macht seine ganz spezielle Tour, zum Beispiel eigens für Kinder. Und die werden sogar stilecht kostümiert. Damals, vor knapp 300 Jahren, war das neue Schloss in Tettnang das größte Neubauprojekt Oberschwabens. Auch wenn ihre Grafschaft verarmt war, die Montforts wollten mit Glanz und Prunk ihren gesellschaftlichen Rang nach außen behaupten. Steine. Hunderte, Tausende. Als steinreich galt früher derjenige, der sich ein Haus aus Stein leisten konnte. Wie reich waren die erst, die eine Burg besaßen oder gar ein Schloss? Auf der Burgenstraße von Mannheim nach Prag säumen über 70 Burgen und Schlösser den Weg.